Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play FIFA 13. Heute mit den versprochenen zwei Spielen. Muss ja auch mal sein. Götze spielt heute mal wieder mit. Und natürlich auch der, mein endlich errungener Neukauf. Neymar, da bist du. Ich weiß noch gar nicht. Ich glaube, Kuba nehme ich für den raus, war. Tut mir zwar auch ein bisschen weh, aber muss halt auch mal sein. Ja. Zentrales Mittelfeld, habe ich da irgendjemanden? Sebe, der gefällt mir sowieso nicht ganz so in dem Spiel. Deswegen nehmen wir noch Shahin mit und gehen gleich mal direkt ins Spiel. Die letzten Ergebnisse von Nürnberg, und zwar eine 3-1 Niederlage gegen den Hamburger SV. Und ein 3-2-Sieg gegen Malaga, die ja auch eigentlich echt nicht schlecht sind. Und ich muss sagen, ich bin schon richtig zufrieden mit meinem Team, auch wenn das eigentlich fast normal Dortmund ist. Aber doch, ich bin richtig zufrieden. Lol, was ist das für ein cranker Shit? Fuck. Lol, was zum Fick? Was ist das für ein Shit? Crazy. Ah, ja, aber war eigentlich ein Tor, ja. Ich mach das jetzt einfach mal, ich hab da gerade Lust drauf. Na, oh, eine Kiste, really? Ah, hat er gut gehalten. Ich will aber den unten haben. Nein, nein, das wäre meine Chance gewesen. Shit. Wie viel muss man da bekommen? Jawohl, die wollte ich haben, die Kiste. Und jetzt? Muss ich alle treffen? Ist nicht dein Ernst, oder? Jawohl. Nein, wieso geht er drüber? Wirklich. Scheiße. Ah, eine Kiste getroffen. Jawohl. Ich muss wirklich alle Kisten treffen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das weiß der ja glücklicherweise. Scheiße. Ist der ja glücklicherweise nicht. Nein, komm schon, das werde ich doch jetzt nicht verkacken. Nicht an den zwei Kisten. Da werde ich nicht dran scheitern, das könnt ihr mir nicht erzählen. Jawoll! Aber es hat trotzdem nicht ge. LOL! Nein! Scheiße! Letzter Elfmeter, der zählt noch. Nein. Okay. Krasser Scheiß. Egal. Okay. Lass mal erstmal kurz den Herrn Brückmann reden, wenn man ihn hört. Ja. Schade, ich dachte, es wird spannender. Also, Neymars Debüt heute hier in der Bundesliga. Und da habe ich mich jetzt schon, die ganze Zeit drauf gefreut. Den wollte ich auf jeden Fall haben. Er spielt nur leider auf der falschen Seite. Den muss ich gleich nochmal rüberziehen. Gefällt mir da noch nicht. Kann ich euch jetzt schon sagen. Mit dem kann man so geil natzen. Ah, schade. Mario Götze ist erster Schuss. Für den BVB in dieser Saison, der hatte jetzt noch nicht so richtig Spielzeit bisher. Ein bisschen schade, aber jetzt darf er wieder spielen. Wundert mich ein bisschen, dass ich den vergessen habe, aber gut, scheint nicht wichtig gewesen zu sein. Oh, das war Abseits. Das war Abseits, jawohl, das war Abseits. Schade, da habe ich nicht ganz aufgepasst. So, jetzt möchte ich aber gleich, bevor ich es vergesse, mal den Götze und den Neymar tauschen. Das gefällt mir nämlich besser, wenn ich Neymar unten habe, beziehungsweise links. Kann ich irgendwie besser mit dem spielen.
Weiß nicht, ob Götze rechts so schlimm ist. Nee, eigentlich müsste das völlig in Ordnung gehen. Ob das so optimal war. Jawohl, Lewandowski ist durch. Fehler von der Verteidigung. Und Neymar gleich. Nice, schade. Das wäre schön gewesen. Das wäre richtig, richtig, richtig schön gewesen. Mit Neymar kann man so geil tricksen. Auch wenn man ein absoluter Trick-Noob ist wie ich. Der einfach nur mit dem Analogstick ein bisschen rumduselt. Mein Fehler bleibt lange stehen und schnabbelt sich dann den Ball. Oh, Fehler von der Verteidigung. Und zwar keine Ahnung. Es war ein schlimmer Fehler, mein Gott. Gut gespielt. Oh, ein bisschen weit vielleicht. Ja, da kommt Götze nicht mehr ran, schade. Reus und Götze hier noch vereint. In Wirklichkeit ja nun seit dem Champions League Finale nicht mehr, seit dem letzten Spiel vom BVB in dieser Saison. Schade. Schade, das war ein richtig schönes Spiel, es hat richtig Spaß gemacht, auch als BVB-Fan. Weil man wirklich stolz auf seine Mannschaft sein konnte, auch wenn sie verloren hat. Bayern war in der zweiten Hälfte einfach die bessere Mannschaft. Und hat es dann auch gezeigt, auch wenn das Tor jetzt nicht so schön war. Schade. Ah, da habe ich zu weit gespielt. Das ist doof. Aber egal. Gibt noch viele Chancen. Schäfer nach vorne. Sahin kommt nicht an den Ball. Jetzt muss ich mal die ganzen Spieler ein bisschen ranholen. Kiyotake. Schön gespielt, Vollner. Scheiße, hat der Platz. Fuck, hatte der Platz. Und der ist noch nicht vorbei. Und das, hätte auch gut und gerne das Tor sein können. Eieiei, war das bitter verteidigt. Meine Fresse. Das war ja richtig schlecht. Vollner wird geschickt. Und jetzt Neymar. Schön gespielt. Der Laufpass auf Sahin. Sahin kann mal richtig laufen. Sahin und der Neymar. Sehen Sie sich den an. Der zieht da unten lang und das sieht gut aus. Schade. Sehen Sie sich den an. Jetzt bin ich schon in so ein richtiges Kommentieren verfallen. Kommentator kommentieren. Aber es ist einfach immer wieder schön, was man mit dem so alles machen kann hier. Macht schon Spaß. Polter. Es poltert im Karton jetzt gleich. Oder sowas. Keine Ahnung. Pinola. Ach, heißt das nicht, es rappelt im Karton? Egal. Simons. Und jetzt Subotic. Ja, Subotic hat davon eigentlich nicht allzu viel zu suchen. Deswegen schön gleich der Ball abgegeben. Oh, der kommt nicht durch. Da kommt er nicht durch, der Lewe war es, glaube ich. Ja. Da kann man. Dann gegen zwei Leute konnte er noch ein bisschen sich behaupten, aber auch nicht mehr lange. Der Ball war dann schnell weg. Pinola. Die rechte Seite ist relativ belaufen zurzeit. Esswein. Esswein. Oh, Esswein spielt sich gut durch! Das ist. Nein! Ich wollte gerade sagen, das ist das Ding. Eieieiei, wie kann man denn den noch verschießen? Wunderschön gemacht, völlig unhaltbar, noch mit Aufsetzer und dann geht der Ball sogar noch am Tor vorbei. Wie bitter kann's denn werden? Der Ball nach vorne. Oh, Neymar rennt am Ball vorbei, schade. Bis jetzt noch nicht viel Ballkontakte, muss ich auch erstmal ins Dortmund-Spiel eingliedern. Die Spieler müssen ihn nochmal annehmen. Heute gleich am zweiten Spieltag habe ich gerade gesehen, das Derby, das Nordderby Bremen gegen Hamburg, wo es jetzt gerade in der 34. Minute dort 1:1 steht. 36. jetzt sogar schon. Neymar. Naja, gut, der Trick war jetzt nicht so der Hammer. Das meine ich. Muss einfach nur gut. Oh fuck, jetzt habe ich es nicht aufgepasst. Muss einfach nur in der richtigen Geschwindigkeit oder beziehungsweise im richtigen Moment einfach irgendwas mit dem Stick machen und schon sieht das aus, als wärst du der übelste Trick-Pro. Beziehungsweise als könntest du ein bisschen was in Sachen Tricks, sagen wir mal so. Ich kann aber gar nichts, muss ich nur noch mal so sagen. Immer mal so eine Drehung kriege ich vielleicht immer mal noch rein. Da habe ich mittlerweile so ein bisschen raus, wann ich die machen muss. Und wie die funktioniert.
Neymar, Schmelzer. Ah, und der Ball ist erstmal raus. Oh, was ein schlechter Pass. Und jetzt Polter. Polter. Im Sprintduell mit Hummels. Polter. Muss den Ball wegziehen, der kommt da nicht mehr ran. Da ist er zu spät nach innen zum Tor gezogen. Und trifft deswegen, kann deswegen nicht aufs Tor schießen. Ball gleich wieder nach vorne gespielt. Wieder ganz knapp vom BVB. Das ist nicht gut verteidigt, was die da gerade machen. Lewandowski. Aber anders als die Nürnberger, die hier gut spielen. Schöner Pass, ein bisschen zu steil, aber ging auch nicht weniger steil, sonst wäre er abgefangen worden. Schade, das war eigentlich gar nicht schlecht. Halbzeit haben wir jetzt, 0-0 steht es. Ob verdient oder nicht, ist so die Frage. Beide, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich ich, der BVB, wir, wie auch immer, hatten Chancen, die man auch hätte verwerten können. Aber genauso gab es natürlich auf Nürnberg eben auf Nürnberger Seite eben Chancen wie zum Beispiel die von ich weiß gar nicht, Kiyotake war es, glaube ich. Der Ball nach vorne. Der Ball geht nach vorne. Lewandowski kommt nicht ran. Schade. Reus. Reus auf Neymar. Der kleine Ronaldo, Neymar! Schade, das wäre natürlich auch noch der Hit gewesen, wenn Neymar hier im zweiten Spiel dieser Liga das 1-0 schießen würde. In seinem Bundesliga-Debüt. Gut durchgesetzt, Neymar. Ah, da ist er hängen geblieben. Schade, da hat er einen Schlenker zu viel eingebaut, den ich gar nicht so unbedingt wollte. Ah, schade. Sims. Gegen Piszczek. Beide schon völlig am Ende ihrer Kräfte hier nach 52 Minuten. Schöne Flanke! Und das sieht gut aus! Mann, den hätte man krasser bringen können. Weinfelder muss nochmal sich gegen die Flugrichtung des Balls werfen. Der war ganz schön hart geschossen. Ah, schöner Pass eigentlich von Neymar. Aber so richtig funktioniert das nicht. Toni? Da heißt der Toni? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der Herr Klose holt sich ja noch eine gelbe Karte ab. Ich weiß gar nicht, warum. Nein, ich komme wegen Toni Kroos auf Toni Klose. Ich glaube, der heißt nicht so. Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. Also, Klose holt sich eine gelbe Karte ab. Ich habe es nicht gesehen, warum. Wahrscheinlich hat er Trikot gezogen oder sowas. Das erscheint mir am plausibelsten. Götze mit dem Pass. Lewandowski auf Sahin. Der Versuch zumindest war da, auf Sahin zu spielen. Kriegt es leider nicht ganz hin. Das ist Kiyotake. Das ist Gepard. Gepard. Pinola. Kiyotake verliert den Ball. Und er geht nach vorne. Lewandowski. Der Ball ist nach vorne. Oh, schade. Wieder ein schöner Versuch. Ja, funktionieren möchte es trotzdem nicht so richtig. Kiyotake. Der spielt eigentlich gar nicht schlecht. Die meisten Ballkontakte, meiner Meinung nach, auf Nürnberger Seite. Aber durchkommen tun sie genauso wenig wie der BVB. Reus jetzt. Sie müssen früher abspielen. Reus. Sahin. Sieht Götze. Sieht Lewandowski. Aber Schäfer. Zu groß, zu schnell, zu stark für Lewandowski. Und der Ball gleich wieder per Abschlag nach vorne gebracht. Hummels, der Ball geht nach vorne. Fehler von ihm. Nicht so schönes Abspiel. Und jetzt wieder der FCN. Gebhardt. Der ehemalige Stuttgarter. Götze. Macht das gut. Und macht den Raum auf. Das ist Lewandowski mit links. Der sah nicht so schön aus. War eben links. Hoffenheim führt 2-0 gegen die Frankfurter, die auch bisher nicht so gut abgeschnitten hatten im letzten Spiel, glaube ich. Deswegen werden wir uns nach dem Spiel gleich mal die Tabelle angucken, die ja aber noch nicht allzu viel aussagt nach dem zweiten Spieltag. Trotzdem immer wieder einen Blick wert. Ich hoffe, ich vergesse es nur dann wieder nicht. Ich sehe es schon. Mensch, der Club spielt gut. Gut verteidigt gegen Neymar. Das ist so die erste Sache, die du in der Fußballschule lernst oder beim Verein oder wo auch immer. Wenn ein Spieler so
Ronaldo-mäßig auf dich zukommt und meint, er müsste dich ausspielen, einfach als Verteidiger ganz ruhig und locker stehen bleiben. So kriegt man die am besten. Weil die sich dann am Ende spielen sie sich dann wirklich selber so schwindelig, dass sie sich dann selber irgendwann ausspielen. Funktioniert eigentlich meistens. Und so eben, deswegen komme ich drauf, hat er es auch gerade gemacht. Das Spiel ist schon sehr realistisch gehalten, muss man einfach sagen. Oh fuck, jetzt wird's knapp. Jetzt sieht's gut aus, was Nürnberg macht. Gut verteidigt von BVB und jetzt der Konter. Über Reus. Marco Reus ist nicht schnell genug. Abseits. Nein, doch. Oh, Mann, oh. Erster Wechsel hier in diesem Spiel von Nürnberg, von dem Club. Ich glaube, jawohl, Mike Franz geht raus und für ihn kommt Kanatski. Hab ich das richtig gelesen? Kanatski, ja. Kanazaki. Ich weiß es nicht genau. Könnte er selber lesen, falls ich jetzt zu dumm war, es zu lesen. Ich weiß gar nicht, wo der spielt. Also wahrscheinlich ist wahrscheinlich ein direkter Wechsel gewesen, denke ich mir mal. Oh fuck, 80. Minute. Oh, oh, da liegt ein Dortmunder verletzt am Boden. Das ist nicht gut. Stehen wir mal auf Konter. Steh mal auf, Junge, du fehlst. Kiyotaki. Und der Ball. Roman Weidenfeller. Das sah richtig gut aus, wie er den gehalten hat. 82. Minute, das hätte jetzt gut und gerne mindestens 1-0 stehen können. Und wieder Weidenfeller. Und jetzt sind die Dortmunder auf Konter aus. Der Ball geht nach vorne. Neymar wird zurückgeschoben, verliert ihn. Das ist nicht gut. Schön gespielt jetzt. Sahin. Neymar pumpt den... zieht da den richtigen Punkt, den Sprint, wollte ich eigentlich sagen. Zieht einen richtigen Sprint. Aber... klappt nicht. Und jetzt der Fehler. Vielleicht jetzt. Sie kommen nicht durch. Wird das ein 0-0-Spiel? Das wäre natürlich schade für den BVB hier gleich am Anfang. Die müssen eigentlich jetzt wirklich hier ein bisschen gewinnen. Und vor allen Dingen dürfen sie sich jetzt keinen mehr reinballern lassen vom Club. Die haben wirklich ein gutes Spiel abgetan. Es funktioniert nicht, was Dortmund da probiert. Oh, Bender mit dem bitteren Fehlpass. 3 Minuten gibt's drauf. Da ist alles offen beim BVB. Alles. Die spielen völlig auf Sturm und es gibt Freistoß. Es gibt Freistoß. 2 Minuten nach Spielzeit gibt es noch keine schlechte Position. Kiyotaka hat sich wehgetan. Der Schuss von ihm. Das ist abgewehrt, aber richtig gut. Und jetzt die Kontermöglichkeit war da. Das ist wieder der Schuss und wieder Weidenfeller. Oh, der Mann des Spiels für mich jetzt schon. Der hat ja einiges verhindert. Und jetzt wieder. Es ist so. Scheiße. Ein Eckball, der ganz schön knapp war. Weidenfeller mit dem Ball nach vorne. Dortmund kommt nicht durch. Und er pfeift das Spiel ab. Jetzt hätte man vielleicht nochmal einen ganz guten Konter raushauen können. Aber vielleicht. Das ganze Spiel hat ja nicht ganz so geklappt. Ja, Weidenfeller, Mann des Spiels mit einer 8,5. Ja, 0-0. Ist immer nicht so gut. Halbprofi? Achso, Skillspiel. Ich wollte gerade sagen. So, aber nicht lang. Oh, fuck, jetzt habe ich die Pressekonferenz verkackt. Das habe ich übrigens auch noch geändert. Ich habe mich mit Vornamen Doktor und mit Nachnamen DTH geändert. Deswegen steht überall immer nur DTH. Was ein bisschen komisch für mich aussieht, aber ja. Finde ich besser als Herr mit Vornamen zu heißen. So, zur zweiten versprochenen Partie kann man nur sagen, gleich zu Anfang der Saison ein absoluter Hammer. Ich muss sagen, es ist Profi gut. Ich bin ein bisschen Herzflimmern, weil das doch, ja, ich habe eben gegen Nürnberg 0-0 gespielt und das hier ist Chelsea. Das ist nochmal eine Spur anders. Mit Dembaba im Sturm und Juan Mata. Dann Hazard, Moses, Mikel, Ramirez, Cole, Terry, Jovanovic. Gut, den letzten kenne ich nicht. Und Peter Cech im Tor. Eieiei, das sind alles Top-Spieler. Ah, gut, Dembaba. Kann man sich streiten, ob das ein Top-Spieler ist, aber der Rest auf jeden Fall.
Das wird richtig schwierig. Das gucken wir uns auch jetzt auch am Anfang mal hier. Wirklich, würde ich sagen, gucken wir uns mal an. Erstes Champions League-Spiel dieser Saison. Dortmund gegen Chelsea. Ja gut, ich denke, das reicht. Ich wollte nur das epische Anfangsding sie sehen, haben wir jetzt gesehen. Was natürlich, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Buschmann, Frank Buschmann war es, gerade erzählt hat mit dem von wegen, das ist ein Pokalspiel und jetzt gibt es eine Entscheidung. Ist natürlich vollkommener Bockmist. Da das, alter Schwede, wird das schwer. Da das ja hier Champions League ist, gibt es sogar zwei Gruppenspiele gegeneinander, also jeder gegen jeden und das zweimal. Deswegen ist das hier nur eine kleine Vorentscheidung, wie die sieben Spiele, die noch folgen. Abseits übrigens gerade von Juan Mata, deswegen hat er abgepfiffen. Ja, wird schwierig das Spiel. Ich sehe das jetzt schon kommen. Oh, was für ein Pass. Neymar! Schade, was eine Flanke. Wunderschön. Das war eine richtig schöne Bogenlampe, so wie es sein muss. Ach du Kacke. Scheiße. Das müsste der BVB nur noch ein bisschen öfter hinkriegen. Dann hätte man auch wirklich gute Chancen, hier mal ein Tor zu schießen. Ich komme hier an keinen Ball. Das erste Mal gut verteidigt. Alter. Alter. Oh mein Gott, das wird... Boah, das wird ein richtig schweres Spiel, das sehe ich jetzt schon. Sehr gut. Reus. Und der schickt Lewandowski. Lewandowski ist nicht so der Sprintspieler. Macht das aber gut. Da wollte er ein bisschen zu viel hier vom Reus. Da hat er zu früh geschickt. Und jetzt ist viel zu viel offen. Viel zu viel Platz für Juan Mata, für Hazard, der jetzt da durchrennt. Ah, der Fehlpass von ihm. Und jetzt die Dortmunder. Mit der Konterchance. Die spielen ein sauberes Aufbauspiel. Jetzt Neymar. Ah, shit. Der war zu durch. Scheiße, da wollte ich irgendwas Cooles raushauen. Was passiert nicht? Das war Ball gespielt, verdammt! Es war eindeutig Ball gespielt, ganz ehrlich. Das muss man wirklich so sehen. Aber der Schiedsrichter sieht es nicht so. Schade. Na komm. Jawohl. Kein Abseits. Lewandowski! Das gibt's doch nicht! Das war mal eine Chance. Der hätte nur noch ein bisschen nach außen ziehen müssen. Er hätte freie Schussbahn gehabt und keine Beine im Weg. Hätte draufziehen können, aber er hat direkt draufgezogen. Nach einem bitteren Verteidigungsfehler von Chelsea kommt der Ball, ich glaube es war zu Reus, der ihn dann direkt wieder weiterspielt zu Lewandowski. Der hat ein bisschen Platz für seine Verhältnisse, auf jeden Fall genug. Kriegt den Ball, aber nicht richtig auf den Fuß. Hat ein wenig Rücklage und der Ball geht an der Ecke oben vorbei. Freistoß. Bisschen zu hoher Körpereinsatz für Hummels. Dafür gibt es die gelbe Karte. Ja, muss jetzt nicht sein, aber kann man machen. Und Freistoß, den Hazard treten wird. Aus, ich sag mal, so 20, 25 Metern. Schöner Kopfball, aber zu schwach, als dass Weidenfeller damit ein Problem hätte. Schmelzer. Spielt Lewandowski an. Was ein Pass. Das war richtig Übersicht. Reus, Neymar, gleich weitergespielt, Pisscheck. Der BVB baut sich hier im Strafraum des Gegners auf. Aber dabei bleibt es auch. Juan Mata gleich wieder mit dem Konter. Mata. Bleibt an Hummels hängen. Schön gespielt von Mats Hummels. Und Reus ist dazu sehr am Sprint. Der Fehler. Und Hummels wieder. Hummels. Ich dachte schon, Subotic verliert den Ball. Macht es aber gut. Zu weit, zu unplatziert. Keine Chance für Neymar da noch ranzukommen. Einwurf für Chelsea schon ausgeführt. Schnelles Spiel hier der beiden Mannschaften. Das geht auf die Knochen.
Und der Fehler wieder unsauber gespielt von Chelsea. Und wenn die da hinten weiter so machen, ich glaube, die nehmen Dortmund auf die leichte, auf eine zu leichte Schippe. Das wird der Mannschaft nicht gerecht und das werden sie vielleicht auch noch schmerzlich erfahren. Wir werden es sehen. Da hinten ist es alles ein bisschen laschig, was sie da spielen. Ein bisschen unsauber. Moses. Gut geholt. Und der viel zu doppelte Doppelpass, so dass da nichts passiert. Und der abgefangen wird. Ja, zu dem wollte ich nicht. Scheiße, ich wollte zu dem unten spielen, der war frei. Klaus von Götze. Marta. Gegen Bender. Marta. Schön zu Hazard. Hazard gegen Piszczek. Piszczek. Piszczek kommt nicht ran, aber so Bottic ist da früher am Start. Ah, und wieder. Knappe Sache. Ah, Neymar kommt dann noch nicht ganz durch gegen die blauen Superstars aus Chelsea. Schönes Ding. Oh, da hätte man auch reinfliegen können. Götze, ein, zwei Zentimeterchen zu klein. Gute Sprungkraft, aber trotzdem kommt er da leider nicht dran. Da hätte man natürlich gut dazwischen springen können. Tschech verschätzt sich da ein wenig. Deswegen der Ball auf jeden Fall früher bei Götze als bei ihm. Fehlt also nur die Größe. Und Neymar findet sich noch nicht so richtig ins Dortmunder Spiel ein. Aber das kommt wahrscheinlich noch. Hoffentlich. Gut geklärt. Bisschen rustikal da hinten. Weggeklatscht von Piszczek. Deswegen der Ball gleich wieder bei den Blauen. Mit Hazard. Gianluigi Mikel. Und der schlägt Cole. Oder Joe. Joe, oder? Oder er schlägt. Ich weiß es immer nicht. Egal. Hazard. Ramirez auf Hazard. Hazard, immer noch Hazard. Der böse Fehler! Aber Chelsea macht nichts draus. Und jetzt der Konter. Der muss mal kommen. Falscher Spieler. Wieder der falsche Spieler. Und wieder bleiben sie stehen. Immer dieses Stehenbleiben bei FIFA. Das ist natürlich auf jeden Fall ein bisschen nervig. Und verhindert doch schöne Spielzüge teilweise. Und jetzt muss ich hier wieder verteidigen. Das kriege ich gerade wieder nicht geschissen. Ramirez verliert den Ball gegen drei Dortmunder am Ende dann. Diese wirklich brauchen. Und es gibt Halbzeit. 0:0 steht es mal wieder zwischen Chelsea und dem BVB. Eigentlich schlagen sich beide Mannschaften gut. Chelsea auf jeden Fall sauberer mit mehr Ballbesitz und schöneren Dribbling-Aktionen. Aber ein Tor haben sie trotzdem nicht geschossen. Marco Reus. Ah, probiert's mal mit einer Flanke. Aber eher unschön. Ramirez verliert den Ball gegen wieder drei Dortmunder. Bender. Ah, Mann! War wieder nicht richtig getimed. Marta aufs. War das Marta? Na ja, auf Dembaba. Cole. Ashley Cole. Sehr gut. Schön zu wissen. Bei Joe war der, der. Ach, ich weiß es nicht. Hab in England nicht so den Plan. Terry. Hat Joe nicht auch bei Chelsea gespielt? Oder war der irgendwo anders? Hat er bei Hassan? Nee, ich glaube, der hat auch bei Chelsea gespielt. Und gut gespielt. Schön die Doppelpässe reingehauen. Hazard. Schöne Flanke auf Ramirez. Und der verschießt. Dem dreht sich der Ball vorm Fuß noch weg, weil Hummels da nochmal randitscht. Dadurch verschätzt er seinen Schuss ein wenig und trifft das Tor nicht. Ah, ist natürlich bitter, muss man einfach mal so sagen. Dembaba. Oh, und Dortmund steht schlecht. Dortmund steht wirklich schlecht. Keine schöne Taktik, was die hier drauf haben. Unsauber. Auch die Pässe. Und gut gespielt. Neymar allein auf Peter Cech unterwegs. Neymar und daneben. Das gibt's doch nicht. Neymar böllert den Ball gegen den Pfosten. Und der Abpraller kommt direkt auf den Kopf von. Ich weiß nicht, wer es war. Oh, bittere Sache. Der köpft den daneben das leere Tor. Das sind so Sachen. In so einem Spiel muss man die machen. Neymar hat noch Pech gehabt.
Und dann wirklich dieser bittere Kopfball. Und das ist das Tor! Gleich mal! Auf den, ja, keine Ahnung, Putz gehauen, auf den Konter gehauen. Irgendwie sowas wollte ich sagen. Gleich mal ausgenutzt, die kurze Schwäche der Dortmunder, entstanden durch die verkackte Kontersituation. Und gleich mal das 1:0 gemacht. Scheint viel zu behäbig, viel zu langsam. Und jetzt dreht Chelsea auf. Schön gespielt, Dortmund völlig ungeordnet da hinten. Da funktioniert gerade nichts. Hummels auf Götze. Götze. Ah, oh, schlechter Pass. Ganz bitter von Marco Reus, der sich auch noch nicht so richtig reingefunden hat hier. Neymar. Lewandowski. Ah, und? Was gibt er? Was gibt er? Was gibt er? Ach, scheiße. Ich dachte, ich krieg einen Freistoß wenigstens. Ich dachte sogar kurz an den Elfmeter gedacht. Dann dachte ich wenigstens einen Freistoß aus einer guten Position. Und dann hatte der Gegner Freistoß. Das war irgendwie doof. Aber gut. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen Rückstand aufzuholen. Ach, scheiße. Wieder braucht es drei Dortmunder Verteidiger, die das Ding da auflösen. Abseits. Ah, ist mir aufgefallen, als ich auf den Knopf gedrückt habe. Das war natürlich auch wieder blöd. Da lässt sich nichts dran ändern an dieser blöden Abseitsregel, wer auch immer sich die mal einfallen lassen hat. Fick dich. Götze. Auf Lewandowski. So, jetzt, wie spielen wir den an? Da unten, Neymar. Sauber, da ist das Ding, Mario Götze! 73. Minute, die Nummer 10 von, wie auch immer, vom Dortmunder Sportverein. Jetzt wusste ich nicht mehr genau, was ich sagen wollte. Vom BVB, das wollte ich eigentlich sagen. Schade. Das befreiende Tor für den BVB. Jetzt kann man vielleicht auch mal ein bisschen schöner wieder spielen. Jetzt hat man Chelsea vielleicht mal ein bisschen unter Kontrolle. Oder auch nicht, Chelsea. Vielleicht sogar noch der Siegtreffer für den BVB. Das wäre mal ein richtig schönes Ergebnis. 1:1 steht es in der 75. Minute. Und jetzt Neymar. Reus spielt Schein an! Nuri Schein! Und das ist Peter Cech, das gibt's doch nicht! Alter, das Spiel ist nicht mehr normal, beziehungsweise der Torwart oder was auch immer. Das gibt's doch nicht, wie er die rauskratzt. Überhaupt die ganze Zeit schon, was der alles rausholt. Alter Schwede. Chelsea, jetzt der konfusere Verein. Klappt gerade nicht so richtig viel, was sie sich hier vornehmen. Das ist Juan Mata. Jetzt muss er nur oben anspielen. Spielt er aber nicht. Der spielt in die Mitte zu Frank Lampard. Der verliert den Ball. Und gleich wieder nach vorne. Reus schickt Lewandowski. Der ist viel langsamer als Jovanovic. Und der Ball ist gleich wieder bei Peter Cech. Dortmund will jetzt noch was. Man sieht es den Spielern an. Aber Chelsea spielt schöner. Ah, schon wieder falsch. Oh, sorry. Mein Facebook ist an. Das tut mir jetzt leid. Wenn das jetzt ein bisschen nervt. Ihr braucht nicht bei euch gucken. Es ist meins gewesen. Nein, nicht schnell genug gespielt. Der war durch. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach Mann, das nervt mich richtig gerade, dass ich den verschossen habe da vorne. Mit Shahin. Oder beziehungsweise verschossen. Was heißt verschossen? Aber dass der bekackte Tschech den einfach so krass gehalten hat. Alter Schwede. Oh, und jetzt gibt es auch noch Freistoß, gelbe Karte für Shahin und Freistoß auf einer richtig, richtig guten Position. Erstmal noch ein Doppelwechsel. Oh, fuck. Und wir haben keine schlechten Freistoßschützen. Oh, oh. Was war das denn? Da hätte man aber mehr draus machen können. Wenn man den direkt schießt, dann kommt der auf jeden Fall besser als die Kacke, die jetzt gerade verzapft haben. Ja, wirst du wohl mal... Also, das war ja wohl eindeutig gehalten. Leute, konzentriert euch.
90. Minute. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel Nachspielzeit es ist. Das macht mich auch nur unnötig wuschig. Tschech haut den Ball weg. Das müsste es gewesen sein. Ja, 1:1 geht das Spiel aus. Ja, ob verdient oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Ding noch machen konnte. Und Chelsea hätte hier um einiges höher, hätte hier auf jeden Fall locker gewinnen können. War natürlich bitter, dass das Tor dann so aussah. Das war so eine typische Dortmund-Aktion, weißt du? Vorne mal kurz aufgeregt von wegen, Hilfe, wir kriegen den Ball vorne nicht rein und jetzt müssen wir alle komplett durcheinander rennen. Und dann waren sie völlig auseinander. Konnte Chelsea das Ding da in der Verwirrung machen. Ja, und dann Götze mit dem Abpraller, den er da direkt nimmt. Ja, Spieler des Tages ist Hazard. Ja gut, der hat auf jeden Fall am meisten Ballbesitz und war am meisten am Spiel insgesamt beteiligt. Kann man nachvollziehen. Exakt neutral. Die Partie im Champions Cup Wettbewerb zwischen Borussia Dortmund und Chelsea endete 1:1. DTH stand die Frustration deutlich ins Gesicht geschrieben, nachdem er seine überlegene Dortmunder Mannschaft sich nicht gegen Chelsea durchsetzen konnte. Mann, ich und mein Lesen nicht. Der Gegner erwies sich als Meister des Mauerhandwerks und erzwang so ein Unentschieden. Wir hätten eigentlich einen Sieg verdient, sagte der erst vor kurzem angeworbene Borussia Dortmund-Trainer. Dieser Punkt war ja schon der reinste Diebstahl. Naja, sowas gleicht sich im Laufe einer Saison ja meistens aus. Wenn wir demnächst ein knappes Unentschieden holen sollten, dann klinge ich wahrscheinlich wieder ganz anders. Es war die dritte Partie für DTH. Jetzt dürfte ihm langsam klar werden, welche Herausforderungen noch vor ihm liegen. Angesichts dieser dritten Partie ist es nur zu verständlich, dass die Stimmung unter den Borussia Dortmund-Fans nicht gerade von Anspannung knistert. Boah. Sie konnten keine verlässliche Leistung zeigen und keiner weiß, wie es im nächsten Spiel für uns laufen wird. Die Mannschaft muss in dieser Beziehung einfach gefestigter auftreten und es ist die Pflicht von DTH, ein Team zusammenzustellen, dem wir den Erfolg wirklich zutrauen, fasste ein Fan nach dem Spiel die Bedenken in Worte. Das ist toll für den Fan. So, haben wir hier mal noch die Pressekonferenz. Ja, bla bla, lass mich. Und zwar werden wir mal den BVB ein wenig motivieren nach den beiden Spielen. Gut. Dann denke ich, hören wir wieder an dieser Stelle auf. Die zwei Spiele haben wir gespielt. Die Folge ist zu Ende. Ein weiteres Mal. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen weiteren Tag. Den wünsche ich euch auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwie demnächst mal wieder. Ja, viel mehr habe ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ich denke, wir sehen uns. Bis dann.